bin Günter Willer, Geschäftsführer des landwirtschaftlichen Unternehmens in Tangeln. Und wir bemühen uns hier, eine sinnvolle, ökonomische und auch ökologisch durchdrungene Arbeit zu leisten. Das heißt, wir beschäftigen uns mit regenerativer Energie, sind inzwischen ein Betrieb, der überwiegend Strom erzeugt und Wärme erzeugt, und das für den gesamten Ort Tangeln und auch darüber hinaus. Mein Name ist Christian Rabke, ich bin der junge Kollege von Herrn Willer. Ich darf ihn in seinem Amt als Geschäftsführer in baldiger Zeit ablösen. Standorte beernten und dass wir das ganze Inputmaterial in die Anlage bringen. In der Anlage wird das vergoren durch Bakterien. Was sind das für Bakterien? Das sind eigentlich fast die gleichen Bakterien. Wie schon gesagt, sind die erneuerbaren Energien unser Hauptsteckenpferd. Wir haben eine Biogasanlage mit 1,1 Megawatt Strom in etwa, haben hier ein Nahwärmenetz errichtet, sodass die Leute hier im Dorf warm Wasser bekommen und warmes Brauchwasser das ganze Jahr über. Im Weiteren haben wir eine Photovoltaikanlage mit 107 kW und planen jetzt Windräder zu bauen, auch mit Bürgerbeteiligung, eine Bürgerwindgenossenschaft noch zu gründen. Dazu haben wir dann noch ein Projekt mit einer Methanisierung. Wir wollen also das Biogas oder das CO2 im Biogas besser nutzen, und zwar mit dem Strom, der manchmal nicht genutzt wird, wenn die Windräder stillstehen. Den Strom wollen wir nutzen, um Elektrolyse zu betreiben und das entstehende Wasserstoff dort mit dem CO2 aus der Biogasanlage verknüpfen, sodass wir dann dort speicherbaren Strom im weitesten Sinne zur Verfügung haben. Wir bewirtschaften unsere Böden zwar nicht biologisch, aber biologisch nah. Ja, wir bemühen uns auf jeden Fall, landwirtschaftliche Fruchtfolgen einzuhalten, und das werden sie hier in Tangeln auch. Wenn wir mehr Futter brauchen, als wir selber produzieren können, dann kaufen wir das aus der Umgebung dazu, aber auch aus der näheren Umgebung, damit die Transporte möglichst gering gehalten werden können. Wir haben hier einen regionalen Kreislauf geschaffen, der eigentlich einzigartig in seiner Art ist. Wir ernten von unseren Feldern, bringen das in die Biogasanlage rein, nutzen dabei gleichzeitig noch die tierischen Exkremente, die bei uns mit anfallen. Und dann wird in der Biogasanlage Strom erzeugt, Wärme erzeugt, die nicht durch fossile Brennstoffe erzeugt werden muss. Und im Endeffekt bringen wir die Restprodukte der Biogasvergärung dann wieder auf den Acker aus, und alle notwendigen, wertvollen Mineralien und sonstigen Elemente, Mangan, Kupfer, Zink, das sind alles essentiell notwendige Stoffe, die den Pflanzenkreislauf zur Verfügung gestellt werden müssen. Die kommen dann in der Menge, in der sie vorher dem Boden entzogen worden sind, wieder zurück in den Boden und fördern das neue Wachstum, sodass der Kreislauf wieder beginnen kann. Eigentlich kennen wir in dieser Art nichts Besseres, und wir sind auch dabei, das immer weiter zu vervollkommnen. Schwermetalle oder irgendwelche unerwünschten Stoffe, gibt es sowas auch? Haben Sie damit irgendwie auch zu tun, oder ist das, kommt nicht vor? Schwermetalle sind ja nicht unerwünschte Stoffe. Es kommt nur auf die Höhe drauf an, wie sie in dem Boden sind. Und schon Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht es. Und wenn man dem Boden was entzieht und in derselben Menge wieder zuführt, dann ist es ja ein nützlicher Stoff, ein Bodenstoff, der unbedingt notwendig ist, um das Pflanzenwachstum auch zu stabilisieren und überhaupt erst die Pflanze wachsen zu lassen.